Da hat mir hier mal eine Packung Salz mitgebracht. Ich habe das abgeklebt. Ja, Name. Und ich hoffe mal, das reicht, dass ich hier damit keinen anprange. Es geht mir übrigens nicht um die Firma, die das hergestellt hat. Also, die unterliegt diesem komischen Archimedes-Kodex oder Almex-Dex-Kodex. Da könnt ihr selber mal googeln. Und das muss ja, ist ja Gesetz sozusagen. Aber der Kollege hat halt gesagt, hier, guck dir das mal an, vielleicht ist das ein Grund, ein Video zu machen. Und das ist auf jeden Fall ein Grund, ein Video zu machen. Also wir sehen ja schon hier Salz mit, es steht ja nicht Salz mit, sondern Salz plus Jod plus Fluorid. Da könnt ihr ja mal gucken, was Jod und Fluorid ist. Gibt es ja genug Videos und kann man bei Wikipedia oder man fragt halt mal, ach, das, also Informationen gibt es ja da genug. So, und zwar warum er das jetzt mitgebracht hat, genau habe ich mir das auch noch nicht durchgelesen, nochmal kurz drüber geguckt und dann war es mir dann auch klar. Interessant ist erstmal hier, Ego-Test, sehr gut. Ja, schön hier. Schönes, ist ja eigentlich, sieht ja nicht schlecht aus, ne? So. Ja, Rückseite sieht genauso aus. Oben. Da kann ich unten zeigen. Ha, ich hab's abgeklebt. So, und jetzt gucken wir uns doch mal bei. Dann machen wir's mit das. Jodsalz mit Fluorid. Jodiertes Speisesalz mit Zusatz von Fluorid. Muss ich jetzt gleich wieder einhaken? Weil viele ist ja hier, Salz ist Salz, steht da drauf, Salz. Ja, hier steht Slip und La. Speisesalz. Na? Salz? Speisesalz. Naja, gut, weiter. Mit Zusatz von Fluorid. Zutaten: Siedesalz. Natriumfluorid 0,047% bis 0,064%. Kaliumjodat mindestens 0,0025%. Trennmittel Natriumferrocyanid. Können wir das lesen hier? Keine Ahnung, das ist mir egal. Mindestens halber, bla bla bla, 500 Gramm. Ja, sagt jetzt jeder, oh, schlimm, ne? Wir brauchen ja ein bisschen Natrium, ein bisschen das, ja. Ich gehe hier mal stark davon aus, dass das auf die Packung bezogen ist, die prozentuellen Angaben. Na, von daher, wenn sie überhaupt so sind. Wie gesagt, gibt diesen Kodex, wo müsste es liegen 94% Natrium, also NaCl in einem Salz drin sein muss, wenn es sich so nennt. Und habe ich halt mal gelesen, ne? Wie gesagt, ihr könnt ja mal hier diese Dinger da eingeben und ja, mal gucken, ob das gut ist. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie gesagt, ich kann sie nicht aussprechen, ich weiß nicht, was ist. Guckt einfach mal selber. Ich vermute mal, es wird nichts Gutes sein. Und ja, noch mal kurz zu dem Trennmittel, nicht dass ich da jetzt einige, ne, das ist im Endeffekt, gibt einfach bei Wikipedia oder bei Google Rieselhilfe ein. Früher wurde das halt mit ein bisschen im Salzstreuer ein bisschen Reis gemacht. Ne? Jetzt haben wir ein Trennmittel drin. Gut, ist jetzt mal dahingestellt. So.